Kapitän. Herzlichen Glückwunsch zum 1-0-Sieg. Gleichzeitig habt ihr damit ja auch die Champions League für nächstes Jahr klar gemacht. Wir zufrieden sind, sie kann so ein Mittwochabend besser werden. Ja, wir sind sehr zufrieden, muss man einfach sagen. Es war ein gutes Spiel, ein gutes Ergebnis. Am Ende, wie Sie es auch gerade gesagt haben, damit auch gleichzeitig für Deutschland den 5. Platz in der Champions League für die neue Saison gesichert. Das macht das in den Planungen ein bisschen einfacher, aber ich bin auch zufrieden mit der Leistung unserer Mannschaft heute. Wir haben in der ersten Halbzeit kaum was zugelassen. Wir haben in beide Richtungen sehr, sehr gut gearbeitet. Auch auf unseren Außenpositionen immer wieder auch geholfen, gedoppelt nach hinten gearbeitet. Also großes Kompliment. Insgesamt kaum was zugelassen in der zweiten Halbzeit. Gab es natürlich mal eine Phase, wo man auch leiden muss, wo man auch mal ein bisschen das Glück braucht. Aber auf der anderen Seite hatten wir auch genug Möglichkeiten, um heute ein zweites Tor zu machen. Und deswegen verdienter Sieg in meinen Augen, der uns alle Möglichkeiten lässt für das Rückspiel nächste Woche. Ich wollte gerade fragen, was bedeutet der Sieg jetzt? 1-0 jetzt zu Hause war schon auch sehr, sehr wichtig, ne? Dass man zu Hause vorlegt. Wie schätzen Sie das ein? Ja, wir wissen, dass wir in beiden Spielen natürlich Top-Leistungen brauchen. Aber heute haben wir eine gezeigt und das Heimspiel zu gewinnen hilft. Wir wissen, dass es nächste Woche nicht einfach werden wird dort und dass sich PSG natürlich auch noch Chancen ausrechnet, das ist klar. Sie spielen dann zu Hause, sie werden alles versuchen, sie werden sicherlich auch noch mal ein bisschen mehr Druck machen, aber wir haben gezeigt, dass wir gegenhalten können, haben auch gezeigt, dass wir immer wieder in Umschaltmomenten auch gefährlich sind, auch mit unserer Geschwindigkeit, auch mit unseren Flügelspielern, mit 1 gegen 1 Situationen und das wird nächste Woche eine sehr, sehr enge Partie werden, aber wir haben große Hoffnung, wir haben Optimismus, nach Wembley zu gehen. Sie haben die Flügelspieler angesprochen, Karim Adeyemi heute für mich auch wahnsinnig fleißig nach hinten gearbeitet. Wie haben Sie ihn gesehen? Gab es da vielleicht auch davor nochmal so das extra Bewusstsein, dass man wirklich jeden braucht, auch in der Defensive in so einem Spiel? Ja, das sind die Dinge, die wir natürlich in den letzten Tagen angesprochen haben. Die absolute Bereitschaft von jedem heute auch zu helfen, nach hinten zu arbeiten, zu doppeln, immer wieder auch unsere Außenverteidiger zu unterstützen, weil nun mal auch mit Dembélé und natürlich mit Mbappé und Bakula drei unglaublich starke Spieler dort bei PSG auch spielen. Und ich fand, wie die Jungs das angenommen haben, wie sie dahin gearbeitet haben. Ich glaube, die Zuschauer haben das honoriert, das konnte man spüren. Das sind immer auch wieder Momente, die uns auch helfen, wieder ins Spiel zurückzukommen, uns auch selber ein bisschen zu feiern für solche Aktionen. Und ich glaube, nur so kann es am Ende gehen. Es ist ein Halbfinale gegen PSG. Ich fand, die Stimmung war großartig. Ich finde, wir haben uns das mehr als verdient, heute zu gewinnen. Und bin erneut positiv für die nächste Woche. Wie sehr freut man sich mit Niklas Füllkrug mit? Der leidet ja oft im einen oder anderen Spiel, kriegt nicht so viele Bälle, arbeitet trotzdem immer viel für die Mannschaft. Wie sehr freut man sich dann in so einem Moment, dass er so ein wichtiges Tor macht hier in einem Halbfinale? Ja, am Ende freut es ihn, freut es die Mannschaft, freut es uns natürlich alle. Es sind die Momente, die einen Stürmer auszeichnen. Wie er den Ball mitnimmt, der Ball ist natürlich sehr gut gespielt, aber wie er ihn mitnimmt, wie er abschließt, das ist schon herausragend und er zeigt immer wieder, gegen Atletico gemacht, dass er diese Torjägerqualitäten einfach besitzt und daher brauchen wir ihn auch nächste Woche. Dankeschön. Vielen Dank. Danke. Danke, Sascha. Schönen Abend.